Hallihallo, wie schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute mit dir gemeinsam eine Sonne malen. Und ja, wir machen so eine kleine lächelnde Sonne und das finde ich ganz besonders niedlich. Und ja, ein Kreis zu malen, gerade jetzt, wenn wir sagen, wir malen nur eine Sonne, ist es natürlich relativ schwierig, einen großen Kreis zu malen. Und deswegen helfen wir uns heute ein bisschen, okay? Also, du nimmst mal dein Blatt und legst das hin. Du kannst eigentlich überlegen, ob du es so hochkant nehmen möchtest oder quer. Du schaust mal. Ich zeige dir das an dem Hochkantbild. Und wenn du dein Blatt hingelegt hast, dann holst du dir etwas Rundes. Und das findest du am besten in der Küche. Okay? Also du kannst dann schauen, vielleicht hast du auch so einen Plastikteller oder es geht natürlich auch ein anderer Teller. Was wichtig ist, dass wenn du den Teller auf das Papier legst, dass das relativ groß ist, ne? Das heißt, dass hier relativ wenig Platz ist, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel was anderes Rundes hätten, ich habe da noch was anderes hier, ne? Dann ist das eine kleine Sonne, ne? Das würde auch gehen, aber wir wollen ja heute eine ganz große Sonne und deswegen nehme ich so einen Teller. Deswegen würde ich sagen, du drückst mal kurz auf Pause und so, ich lege das mal dahin. Und flitzt in die Küche und guckst mal. Am besten nimmst du dir so zwei, drei Sachen und dann kommst du wieder und guckst so, ah ja, was passt auf mein Blatt? Und wenn du das gefunden hast, dann fragst du kurz, ob du das auch benutzen kannst und dann legen wir los und malen gemeinsam die Sonne. Tada! Super, prima. Okay, ich warte kurz und dann starten wir. Und am besten, ich überlege gerade, könntest du einen Bleistift nehmen oder einen wasserfesten schwarzen Stift. Aber schau auf jeden Fall, ob du das benutzen darfst, okay? Weil hier ist schon so ein bisschen Farbe. Also man bekommt das schon abgeputzt. Aber frag lieber, okay? Sonst nimm den Bleistift, da kann gar nichts passieren. So, upsala. Und dann nehmen wir mal den Stift. Und dann legst du deine Sonne, also deinen Teller, auf dein Blatt. Ich mache das jetzt in die Mitte von der Mitte. Ne? Nicht hier oben, auch nicht hier unten oder da, sondern in der Mitte. Und dann hältst du das gut fest und umrandest das, okay? So, und nicht bewegen die Hand, okay? Nicht rutschen. Und dann gehst du, ne, so weit du kannst und dann ist ja da deine Hand. Und dann auf der anderen Seite so weit du kannst. Und dann hast du nur noch ein kleines Stück. Und dann versuchst du ganz langsam deine Hand zur Seite zu bewegen und verbindest das wieder. Und tada! Dann haben wir den Kreis. Ich lege mal den Teller eben weg. So, perfekt. Super, super gut. Und jetzt machen wir das so, dass die Sonne so wie so kleine Dreiecke so Zacken bekommt. Okay? Ich zeig dir das. Und wir starten einfach hier oben. Schau mal, egal welchen Stift du nimmst, ne? So schräg hoch, spitze, schräg runter. Okay, wie ein kleines Dreieck. Und dann starten wir hier auch. Zur Seite, spitze, runter. Zur Seite, hoch und runter. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir auf der anderen Seite angekommen sind. Okay? Und mach es ganz in Ruhe. Weil mir ist nämlich aufgefallen, wenn man dann so schnell wird, ne? Dann ärgert man sich vielleicht ein bisschen, weil man denkt, ach, wie sieht denn das jetzt aus? Und deswegen mach es ein bisschen langsam und dann wird das auf jeden Fall super gut klappen. So, ne? Und denk daran, das muss nicht exakt, es kann unterschiedlich groß und klein sein. Das ist vollkommen okay. So. Tada! Einmal rum. Und du machst das auch ganz in Ruhe, okay? Und was jetzt noch dazu kommt, sind zwei Augen und ein Lächeln. Wenn du das möchtest, du kannst es auch weglassen. Und was immer so ein bisschen niedlich ist, wenn wir wollen, dass es niedlich ist, und ich mag gerne, dass es niedlich ist, dann machen wir die Augen nicht oben, also nicht hier, ne? Sondern weiter unten. Ne? Durch dieses nach unten rutschen. Es ist niedlich. Ich zeige dir das. Machen wir zwei Augen. Ich male die mal eben schon mal schwarz aus. Nur wenn du jetzt einen Bleistift hast, dann noch die später schwarz. Na, dann kannst du die später entweder mit dem Filzstift oder mit einem wasserfesten schwarzen Stift schwarz machen. So. Und
lächeln. Guck mal, ist das nicht süß? Also ich finde es richtig niedlich. Und ja, du guckst, ob dir das gefällt, ob du das auch machen möchtest. Und wenn du sagst, ja, ich mach das, dann mach das. Und wenn du fertig bist damit, ne, mit deinen Augen, mit deinem Mund, mit deinem, ne, mit deinen Zacken drumherum, legen wir los mit der Farbe und malen das auch aus. Und ich nehme jetzt die Wasserfarbe auf jeden Fall, weil ich habe in meinem Wasserfarbkasten habe ich ein total tolles Zitronengelb hier. Das gefällt mir richtig gut und das soll auf jeden Fall meine Sonne bekommen. Und jetzt merke ich, das ist so ein bisschen dreckig. Das heißt, ich habe meinen Pinsel nicht so richtig ausgewaschen. Na, dann nehme ich das jetzt nicht. Wasche erstmal den Pinsel nochmal aus und gehe nochmal da rein, damit ich saubere Farbe habe. Na, also wenn du merkst, du rührst so in deinem Kästchen und denkst, komisch, ganz andere Farbe, dann einmal auswaschen und nochmal neu von vorne. Und ich mache das so, hier in der Mitte mache ich das Gelb und die Außenkästchen mache ich Orange. Das heißt, ich mache nicht alles in einer Farbe. Aber du kannst mal gucken, wie du das gerne möchtest, okay? So, und ich bin hier wieder vorsichtig am Rand. Dann gehe ich wieder rum und weiter geht's. Super. So. Prima. Das finde ich richtig toll. So. Gut, dann wasche ich jetzt meinen Pinsel mal gut aus und nehme mir jetzt einen kleineren Pinsel und suche mir jetzt mal mein Orange hier bei meinen ganzen Farben. Und ich habe es gefunden. Und dann nehme ich mir jetzt wieder die Farbe in den Pinsel und mal dann die Zacken aus. Dann ist das eine richtig tolle Sonne. Gehe ich jetzt, vielleicht kannst du die Kästchen, also diese, ne, diese Sonnenzacken auch in unterschiedlichen Farben ausmalen. Das fällt mir gerade auf. Das wäre natürlich schön, wenn das bunt wäre. Das wäre auch eine Idee gewesen. Ach ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber das könntest du, wenn du das noch nicht hast, auch machen, dass du es bunt ausmalst. Das ist eine super klasse Idee. So. So, perfekt, perfekt. Jetzt mache ich den Pinsel mal sauber und das gefällt mir richtig gut. Und du kannst auch überlegen, ne, ob du dann noch blau drum malen magst oder was anderes oder viele Farben, wie du möchtest. Ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Spaß mit deiner Sonne. Und wenn dir das Spaß gemacht hat, dann gibt es noch ein ganz langes Malvideo mit einem ganz süßen Hund, wo ich das auch Schritt für Schritt erkläre. Und wenn du dazu Lust hast, dann sag deinen Eltern Bescheid, denn das steht unten im Text. Und wenn die jetzt vielleicht in der Nähe sind, dann würde ich mich über ein Gefällt mir freuen und auch wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deiner Sonne. Deine Diana von Malzauber. Tschüss!